Hallo und herzlich willkommen zum Picon Planner Video Tutorial über Ansichten und Navigation. Wir werden über die Elemente der Ansichtssteuerung im Picon Planner sprechen und die Werkzeuge zur Navigation genau kennenlernen. Haben wir gelernt, eine Ansicht zu steuern, werden wir multiple Ansichten einrichten und deren Vorteile erfahren. Wir beginnen zunächst in einer einfachen Ein-Fenster-Ansicht unserer Planung. Der Picon Planner startet standardmäßig in einer Vierfensteransicht. Wir wollen der Einfachheit halber zunächst über das entsprechende Icon in der Statusleiste auf ein einzelnes Fenster wechseln. Wir werden später wieder zu einer Multi-Ansicht zurückkommen. Die Steuerung einer jeden Ansicht finden Sie im oberen rechten Bereich des jeweiligen Fensters. Die Ansichtssteuerung teilt sich in drei Menüpunkte auf: die momentane Ansicht bzw. Kamera, Darstellungsmodi und die Navigationstools. Im Dropdown-Menü der Ansicht können Sie zwischen perspektivischer und orthogonaler Kamera wechseln, isometrische 3D-Ansichten auswählen und 2D-Projektionen wie vorne oder rechts durchschalten. Für diese Ansichten stehen Ihnen auch Shortcuts zur Verfügung. Diese können Sie den Informationen im Dropdown-Menü entnehmen. Sie bestehen stets aus Kombinationen mit Steuerung und/oder Umschalt und einer entsprechenden Zahl. Außerdem können Sie hier, wie auch im Ansichtsbereich unter Kamera, selbstgesetzte Kameras auswählen. Über das benachbarte Symbol können Sie die Darstellungsmodi der Ansicht durchwechseln. Von Drahtgittermodus über verdeckt, farbig, Konzept, beleuchtet bis hin zur realistischen Echtzeitdarstellung können Sie Ihre Planung Ihrem Geschmack anpassen. Alternativ können Sie die Ansichten auch mit Umschalt und F1 bis F6 oder im Reiter Ansicht unter Darstellung durchschalten. Mit dem letzten Icon der Ansichtssteuerung können wir die Navigationstools direkt aufrufen. Diese sind besonders dann hilfreich, wenn Ihnen keine Maus mit Scrollrad zur Verfügung steht. Mit ausgewähltem Zoom-Werkzeug halten Sie einfach auf einem beliebigen Punkt in der Ansicht die Maustaste gedrückt. Mit Vor- und Zurückbewegung des Cursors können Sie nun stufenlos heran- und herauszoomen. Weiterhin sind gestufte Zooms per Steuerung Plus und Steuerung Minus möglich. Hierbei wird immer auf die Stelle Ihrer Planung gezoomt, an welcher sich der Mauszeiger gerade befindet. Im Reiter Ansicht, Bereich Kamera, sind die gerade vorgestellten Zoom-Werkzeuge ebenfalls auswählbar. Darüber hinaus können Sie hier auch ein von Ihnen gezogenes Rechteck zoomen, entweder indem Sie ein Rechteck von der äußeren Kante her ziehen oder indem Sie mit dem Zoom-Zentrum-Tool zunächst per Klick den Mittelpunkt Ihrer neuen Ansicht wählen und dann den gewünschten Zoom-Bereich aufziehen und mit einem Klick bestätigen. Ferner können Sie hier über das Dropdown-Menü oder per Umschalt- und Leertaste auf Ihre gesamte Selektion oder auch per Steuerung und Leertaste auf die Grenzen Ihrer Planung zoomen. Diese Funktion ist besonders hilfreich, um aus einem unübersichtlich hohen Zoom oder einer starken Verschiebung zurückzufinden. Ein Pan im Picon Planner ist eine lineare Bewegung auf einer zweidimensionalen Fläche über die Planung. Damit können Sie Ihren Standpunkt entlang der Planungsfläche im Raum verschieben. Dazu können Sie mit ausgewähltem Werkzeug, wie schon beim Zoom, in die Ansicht klicken und die Maus in die gewünschte Richtung bewegen. Alternativ können Sie jederzeit direkt die rechte Maustaste gedrückt halten und den Cursor bewegen. Beachten Sie, da die orthografische Perspektive das 3D-Modell auf eine 2D-Ebene projiziert, sind in dieser Ansicht nur Zoom und Pan möglich. Im perspektivischen Ansichtsmodus können Sie in Ihrer Planung frei um Ihren momentanen Standpunkt schwenken. Mit ausgewähltem Orbit-Tool einfach auf bekannte Art und Weise mit Mausklick und Cursor oder wahlweise mit erstgedrücktem Rechtsklick und dazu gedrückter linker Maustaste rotieren Sie stets um genau den Punkt, den Sie mit Ihrem ersten Klick angewählt haben. Alternativ ist die Orbit-Drehung auch möglich, indem Sie das Mausrad gedrückt halten. Mit dem Umschauen-Tool können Sie sich in einer Planung umsehen, ohne Ihren momentanen Standpunkt zu verschieben. Mit Hilfe des Begehen-Tools können Sie sich wie in einem Videospiel durch Ihre Planung bewegen. Ähnlich wie beim Umschauen-Tool startet der Cursor durch Klick und Bewegen eine interpolierte Drehung, allerdings starr auf einer Ebene. Weiterhin können Sie sich parallel zur Grundebene, auf der Ihre Planung steht, mit Hilfe der Pfeiltasten oder den Tasten WASD frei bewegen. Wir wollen nun aus der Einfensteransicht wieder in eine Multifensteransicht wechseln. Es ist bei professionellen Planungen auch üblich, mehrere Ansichten derselben Planung auf einem Bildschirm anzuzeigen. Dazu nutzen wir wieder das Icon in der Statusleiste. Hier können Sie aus verschiedenen Layouts wählen, bei denen die Fensteraufteilung zunächst standardisiert festgelegt ist. Ihre individuelle Multi-Ansicht können Sie nun auf bekannte Weise über die Ansichtssteuerung im jeweiligen Ansichtsfenster einrichten. Das Fenster, das gerade aktiv ist, erkennen Sie an der Grünfärbung der Schrift.
Wie Sie sehen, ist Ihre Planung durch die multiplen Ansichten simultan aus verschiedenen Perspektiven einsehbar. Sie können beispielsweise ein Rechteck in einer Ansicht beginnen und sehen, wie es auch in den anderen Ansichten gezeichnet wird. Sie können sogar während des Zeichnens mit dem Cursor beliebig in eine andere Ansicht fahren und dort nach deren Perspektive weiterzeichnen. Selbstverständlich können in der jeweilig aktiven Ansicht auch die vorgestellten Navigationstools genutzt werden. Navigieren Sie sicher und mit Übersicht durch den Picon Planner. Oder schauen Sie weitere Grundlagentutorials und unsere Videos zu spezifischen Funktionen und Tricks. Viel Spaß beim Planen und Ausprobieren!